So, heute ist Freitag. Ja, eigentlich Drosselklappenfreitag. Aber heute arbeiten wir mal mit Feinstaub. Ist auch immer gut. Feinstaub. Leute, macht mal eine Kerze im Wohnzimmer an und ihr habt mehr Feinstaub, als die draußen irgendwo an der Straße messen. Heizungen, diese normalen Gasheizungen, die Heizkörper, machen mehr Feinstaub, als draußen gemessen wird. Aber wir setzen heute hier auf Kohle, Holzfeuerung. Lautlos. Da ist Chica. Komm mal her, mein Spatz. Komm mal her. Die Kleine hier. Dieses kleine Ding. Im Vergleich zu dieser Nase da. Hat am Montag Geburtstag. Wird sie 8. Das sind 7 Kilo Wurstpaket. Mehr ist das nicht. Unser Kalle ist, ja, wie wäre es der, 35, sag ich mal so. Und Kalle ist einer, der kann mit anderen Hunden absolut nicht. Dem geht's wie mir. Ich kann auch mit ganz vielen Leuten nicht. Wie der Herr, so's Geschirr. Ist nun mal so. Wie sind wir darauf gekommen, dieses kleine Teil hierher zu holen? Will ich euch sagen. Die hat ihren Weg gesucht. Sie hat ihren Weg gesucht. Die war hier mit einer guten Bekannten, die mehrere Hunde hat, die Schäferin ist, und wir kennen die schon lange. Die hatte noch die Schwester mit und einen anderen Harzer Fuchs. Und die hier, die Kleine da, blieb stehen, als Kalle auf sie zurannte. Die blieb stehen. Sie hat ihm wirklich gesagt: Ich bin Chica und ich will hier hin. Und das hat sich mir so eingeprägt. Klingt blöd, klingt völlig bescheuert. War aber so. Da habe ich gesagt, das ist unser Hund. Den müssen wir haben. Und dann verging ja noch eine gewisse Zeit, bis ich dann hinterher nochmal gefragt habe: Sag mal, hast du die noch? Und sie sagt: Ja. Und dann haben wir sie bekommen. Und das war das Allerbeste für die Kleine und für unseren Kalle, der ja getrauert hat um Lara, die ja gestorben war. Der hat ja nicht gefressen und war richtig total da nieder, ne? Und mit ihr hier ist toll, läuft klasse. Ja. Also will sagen, ein Hund, der mit anderen fremden Hunden nichts anfangen kann, ist nicht böse. Nö, der sortiert nur. Ja. Ich kann damit gut leben. Ich kann damit vollkommen klasse leben. Der Hund muss nicht jeden lieb haben. Der muss auch nicht mit jedem klarkommen. Komme ich auch nicht. Komme auch nicht mit jedem klar. Will ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Ja? Mit denen, die es wert sind, mit denen muss er klarkommen. Und das ist die Kleine. So klein wie sie ist. So unscheinbar wie sie ist. So eine Persönlichkeit ist das auch. Komm mal her, mein Spatzi. Ach, komm mal her, du bist eine Beste, ne? Du bist eine Gute. Du bist mein Schatze. Jo. Ne? Tiki, ja, guck mal. Jo. Ja, so viel nur. Das ist, ja, das Leben geht manchmal Wege, da glaubt man es nicht. Der einzige Hund, mit dem Kalle außer mit Chica zurechtkam, war hier eine, wie heißen die? Ich weiß es gar nicht mehr. Jagdterrier, deutscher Jagdterrier, so heißen sie. Jagdterrier. Das ist wirklich das
das Toughste, was du als Hund in Deutschland haben kannst, Jagdterrier. Die sind also, ja, die sind klasse. Mit der Hündin, mit einer von diesen Hunden, mit einer Hündin, hat er gespielt und gejagt über die Felder wie ein Irrer, wie ein Bekloppter. Das war seine Welt. Ne? Der kann mit Hunden, die ja so irgendwie nichts sagen, kann er nichts anfangen. Mit der konnte er was anfangen. Das war klasse. Werde ich nie vergessen. Jagdterrier, genau. So heißen sie. Jo. So, jetzt lassen wir noch ein bisschen Feinstaub rieseln hier. Aber wir müssen ja sehen, dass hier langsam mal wärmer wird, Mann. Ich brauche jetzt Saison, ich brauche Wetter. Ja. So, und mit diesen schönen Bildern und dem Feinstaub, den man gar nicht sieht, der vielleicht auch gar nicht da ist, der schon immer da war, wenn ich an mein Dorf zurückdenke, wo ich herkomme, als ich klein war, da hat jeder mit Holz geheizt. Wenn du da morgens rausgegangen bist, ich musste immer um 6:45 zum Bus, nach Siegen, dann hat es gequalmt aus jedem Schornstein, man hat es gerochen, das roch nach Holz. Super, ich fand das toll. Heute ist das voll daneben, voll neben der Spur. Leute, 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 wo kommt dieses Land noch hin? Aber gut. Ich will das nicht mehr sehen und ich werde das vermutlich nicht mehr sehen, wo es hinkommt. Alles gut. Hauptsache die nächste Saison wird gut. Und die wird gut. Hoffe ich zumindest, wenn mein Knie mitmacht. Ich habe es nämlich jetzt im Knie. Na gut, da müssen wir auch durch. Bis Danny. Und nächsten Drosselklappenfreitag, dann lassen wir die Dinger wieder rühren.